Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einem weiteren React-Video. Heute geht es wieder in den realen Irrsinn. Der geht uns ja nie aus in unserer schönen Welt. Und heute geht es um keine Windräder wegen alter Mühlen. Das Ganze ist natürlich wie immer von Extra 3, von den Kollegen vom NDR. Wir schauen rein zusammen, was es damit auf sich hat. Und los geht's. Seit eh und je nutzen die Menschen rund um Lüneburg die Windkraft. Früher für Mehl, heute für Strom. Hieß es nicht keine Windräder wegen alter Mühlen? Und jetzt stehen da Windräder, aber natürlich stand da auch eine alte Mühle. Okay. Aber beides nebeneinander, da wird es kompliziert. Siehst doch, geht doch. Da das Windrad, da die Mühle. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Also ich sehe es so rum. Da ist die Mühle und da ist das Windrad. Zumindest in Bostel-Wiebeck. Also wir befinden uns hier in der Baugrube von einer von vier von uns geplanten Windenergieanlagen. Und das Projekt wurde Anfang des Jahres durch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg vorläufig gestoppt. Typisch Verwaltungsgericht, die wieder irgendwelche Regelungen heranziehen, die kein Mensch versteht, weil vielleicht das Windrad 5 cm zu nah an einem alten Gebäude steht. Das Gebäude wird überhaupt nicht beeinflusst werden, weil das Windrad viel höher oder weit genug weg ist. Trotzdem, ja. Zwar hatte der Landkreis Uelzen diese Anlagen früher genehmigt, aber das Gericht hat dann festgestellt, ups, hier gibt es eine alte Mühle. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Nicht ihr Ernst, oder? Und dann wundern sich die Leute, warum über Deutschland gelacht wird. Ich nicht. Sie hat keine Flügel mehr. Also ich wundere mich nicht, meine ich damit. Denkmalschutz. Der muss seit kurzem bei neuen Windrädern genauer unter die Lupe genommen werden. Und weil jemand gegen die Baugenehmigung der neuen Windräder geklagt hatte, entschied das Gericht im Eilverfahren, insbesondere die sehr große Höhe der Windkraftanlagen von teils 250 Metern und Nähe zu der Mühle würden zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes führen. Die Mühle würde durch die Windkraftanlagen marginalisiert. Mir liegt jetzt was auf der Zunge. Aber im Zuge dessen, dass ich Angst habe, wenn ich das jetzt ausspreche, dass mir YouTube das Video sperrt, weil irgendjemand sich darüber beschwert, lasse ich das. Aber ich sag dazu nur eins. Gerichtlich realer Irrsinn. Genau. Die vier neuen und mindestens 700 Meter entfernten Anlagen könnten das Erscheinungsbild der Windmühle hier marginalisieren. Also, ich bin jetzt mal ganz gewagt. Bei allem Verständnis. Aber aus der Entfernung sehe ich nicht einmal ansatzweise die Mühle. Aus der anderen Richtung würde ich eventuell die Windräder als Hintergrund sehen. Okay. Der Beschluss kam für uns natürlich erstmal komplett überraschend. Und die Begründung, dass eine alte Mühle ohne Flügel letztlich nun neue Mühlen mit Flügeln verhindern soll, kam für uns ebenfalls sehr überraschend. Und tatsächlich ist das Verständnis dafür natürlich relativ gering. Also für mich ist das Verständnis gleich null. Auf der einen Seite sollen wir zusehen, dass wir von den ganzen fossilen Brennstoffen wegkommen. Auf der anderen Seite werden dann solche unsinnigen Entscheidungen getroffen, die genau das zunichte machen. Sorry, Leute. Ja, ich bin auch dafür, dass wir aufgrund der derzeitigen Lage unsere Atomkraftwerke noch ein bisschen länger laufen lassen, als sie laufen sollten. Aber man kann es auch übertreiben. Ja, aber ein Windrad soll die Sicht auf diese Attraktion nicht stören. Also wenn man die Mühle hinter den Bäumen gefunden hat, wo war sie noch gleich? Da, nein. Da, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen roten Pfeil einfach nur geil. Ob sie den sollten sie irgendwo wirklich so als so einen roten Pfeil hinbauen und ein großes Schild oben dran hängen. Alte Mühle hier. Und dann so einen roten Pfeil nach unten. Ich glaube, das käme echt geil. Am besten noch von vier Seiten. Dann sieht man ihn nur, wenn man genau hinguckt. Aber ich finde die Idee finde ich geil. Ich glaube, die meisten nehmen sie gar nicht wahr. Gerade auch in Bezug auf den Gemeinderat. Wir haben eine Bereisung gehabt. Viele in der Gemeinde wissen nicht mal, dass es diese Mühle gibt. Dann müssen die Bostel-Wiebecker eben auf diesen Acker gehen. Von da kann man die Mühle wahrnehmen. Und auch da soll kein Windrad den einzigartigen Blick auf die Mühle ohne Flügel stören. Sollen die Dinger doch woanders bauen?
wenn nicht Gemeinden wie wir hier, die sehr ländlich geprägt sind, für erneuerbare Energien in Form von Flächenphotovoltaik oder Windkraft stehen, wo soll die Energie herkommen? Also man muss ja auch mal sagen, ich kann nicht ein Windrad mitten in Hannover aufstellen. Auch das verstehe ich. Also deswegen, wenn, muss das ja auf dem Land passieren. Ja, da stimme ich ihm zu. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich finde das unsicher. Auf der einen Seite sollen wir von erneuerbaren Energien ausbauen. Auf der anderen Seite wird es überall und nicht nur da, sondern es gibt auch noch andere Länder, in denen das der Fall ist, einfach torpediert. Egal, ob man für oder gegen Windenergieanlagen ist, in Bostel-Wiebeck ist es so oder so ein Kampf gegen Windmühlen. Ein Schelm, der jetzt Böses denkt und den Vergleich zu Don Quixote verstanden hat. Ja, also ich muss sagen, es war wirklich wieder ein schöner realer Essen. Und ich kann nur den Kopf schütteln, ganz ehrlich. Was ihr aber nicht tun solltet, denn ihr solltet jetzt 3 Dinge machen. Also, erstens, ihr lasst einen Daumen hier. Zweitens, ihr klickt den Abo-Button. Drittens, das Gleiche macht ihr auch bei den Kollegen von N3. Link dazu ist in der Beschreibung. Viertens, aktiviert ihr die Glocke. Und fünftens, weil ihr gerade sowieso hier dabei seid, schreibt unten einen Kommentar rein. Anregungen, Ideen, Kritiken, alles möglich. Einfach rein und mir bleibt dann nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Josie.